Auf geht's, ab geht's, eine Runde LS und herzlich willkommen heute am Donnerstag zur weiteren Runde LS 19 mit richtig tollem Wetter, sehen wir ja gerade hier. Guckt euch das Spektakel mal an, es pisst immer noch aus Schüttkarren. Ich habe gerade mal geguckt, laut LS noch Regen bis 1233 Minuten. Das sind noch so einige Stunden Regen, glaube ich. Von daher häckseln wir jetzt zu Ende, machen noch dies, machen das. Vielleicht spule ich dann gleich nochmal einen Tag vor oder so. Aber grundsätzlich kann ja bei mir eigentlich nicht viel kaputt gehen. Von daher, ne, werde ich gleich wahrscheinlich dann nochmal einen Tag spulen, dass wir ein bisschen was machen können mit dem Regen. Ist zwar schön, hat man im LS auch nicht so häufig, aber ich denke mal, da werde ich dann gleich nochmal gucken, dass wir das den Regen etwas loswerden, damit wir auch ein bisschen weitermachen können. Eigentlich würde ich dann ganz gerne nochmal eben, na gut, wenn ich jetzt spule, würde ich natürlich ganz optimalerweise ganz gerne Mais schon mal weg haben und vielleicht noch den Anhänger Weizen, der auf dem Feld steht, nochmal die Mehlproduktion werfen. Dann wäre das natürlich, wenn wir das morgen brauchen, ebenfalls schon fertig. Oder zum größten Teil fertig, würde ich mal sagen. Und bräuchten wir uns im Endeffekt nachher damit nicht mehr beschäftigen. 0 Euro Lohnzahlung. Ne, 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 ne. Auf geht's. Da kommt dann Bärmeis runter als gedenkt. Wie gesagt, dann haben wir jetzt noch Gras, was wir gerade vom Feld holen. Das wird wahrscheinlich auch alles in die Silo-Produktion gehen, weil wir können damit gerade eh nicht viel mehr anfangen. Ah, Entschuldigung, mein Gott, was ist los? Als erstmal silieren, weil wir haben noch nichts anderes, kein Heutrocknen, kein gar nichts. Die Heutrocknung können wir uns wahrscheinlich leisten, wenn wir dann mal ein paar Weizenpaletten weggefahren haben, ein paar Mehlpaletten, ein paar Pelletspaletten und so weiter. Ich denke mal, dann können wir uns die wohl schon leisten. Gehe ich mal davon aus. Weil das ist jetzt ja auch nicht so viel. Ich denke mal, das sollte wohl überall drin sein. So, Punkt 12, Mittag. Ja, bei uns gibt es heute Abendessen. Lecker Schnitzel mit Kartoffelchen und Rotkohl und so. Wird heute Abend schon lecker. Dazu gibt es dann noch ein bisschen für die Kartoffelchen ein bisschen Soße Hollandaise. Was Soße Hollandaise auf Kartoffeln ist, aber auf jeden Fall lecker. Muss ich ja euch mal sagen. Bin ich ja richtiger Fan von. Und dann gibt es Schnitzel und so. Heute Abend gibt es echt lecker Essen. Und wo gibt es das sonst auch? Ah, gleich zum Kaffee gibt es noch Kuchen, habe ich auch mitgenommen. War nämlich nur mit meiner Schwester einkaufen. Heute Morgen. Weil wir zwei, drei Sachen gebraucht haben. Komm. Du bist bei der Bäckerei vorbei. Und jetzt ein bisschen Kuchen verdient. Gibt lecker auf. Richtig schön eng Kurve ziehen. Da war zwei, drei Bahnen noch, dann haben wir es sogar schon. Wir müssten gleich mal eben im Global Company gucken, wie viel die Fabrik des Silo Master pro Stunde durchhaut. Also wie viel Liter pro Stunde er verarbeiten kann. Können wir mal ganz grob ausrechnen. 24 Stunden kloppt er so und so viele Liter Mais, Silo, was auch immer da durch. Können wir gleich mal gucken, wenn er ablädt. Da kriegen wir jetzt gleich wohl noch einen Anhänger, denke ich mal. Oder anderthalb raus. Boah, richtig schön dicke mit dem Fendt abfahren.
Diesel. Diesel? Fermenter? Kompuff? Nee, Pellet? Oder ist das gar keiner? Fermenter? Ach, Fermenter, genau. 15.000 Liter pro Stunde. Mein Kopfrechnen ist einfach top. Das heißt, wenn wir mal ganz grob rechnen, mal 24 Stunden circa. 360.000 Liter haut er dadurch in 24 Stunden. Das ist grundsätzlich gut, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir dann bis jetzt, wir haben 11 Stunden, das heißt, wenn wir bis morgen früh um 8 spulen, müsste eigentlich noch ein Schluck drin sein, in Anführungsstrichen. Sodass der eigentlich nicht leer läuft. Machen wir das so, wir hexen jetzt hier noch alles nieder, dann holen wir noch eben den Weizen aus dem Drescher und aus dem Anhänger, dann werde ich offscreen, werde ich da nochmal ganz kurz eben ein bisschen spulen, damit wir das Wetter loswerden. Ich denke mal einen Tag, das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann machen wir das danach weiter. Habe ich eigentlich zweimal drüber gedrückt? Doch, habe ich, genau. Weil dann fährt nämlich der Drescher wieder. Wir können hier, wir können da. Dann können wir auch den Dings losschicken, den Sammelwagen. Der kann dann auch endlich anfangen zu mähen. Sammeln. Mähen. Genau. Der Johnny müsste ja noch unterwegs sein, genau, der ist gerade mit 18 km/h unterwegs. Können wir mal ganz kurz gucken, wo der gerade schon unterwegs ist. Der hat noch ein bisschen was vor sich, glaube ich. Ja, können wir nämlich den Sammelwagen gleich noch ready machen. Aber wenn da wirklich diese 480.000 Liter rumkommt auf dem Grasschlag, dann ist das schon gut. Weil dann brauchen wir uns da eigentlich nicht so unbedingt die Sorgen machen und wir können uns richtig Kühe leisten, Anführungsstrichen. Weil Kühe will ich auf jeden Fall haben, auch massig, also wirklich richtig dick Milch machen und so. Also ich tendiere ja da wirklich schon 300 Kühe, wenn nicht sogar vielleicht noch 100 mehr oder so. Also da will ich schon echt so ein paar Tiere haben. Da habe ich wohl echt schon Bock drauf. Also so 300, 400 Milchkühe. Da hätte ich wohl Bock drauf. Natürlich die dann auch alle versorgen. Das wird wahrscheinlich auch ab und zu mal nicht unbedingt klappen, aber ich denke mal, zum größten Teil könnte das wohl was werden. Natürlich, dafür muss natürlich auch das Geld da sein. Kühe sind schweineteuer. Da muss natürlich auch dann ein bisschen Geld für rumkommen. Bei rumkommen? Rumkommen. Dann werden wir uns noch einen Teleskoplader kaufen, denke ich mal. Weil da kommt ja Mistbach rum. Dann brauchen wir noch Gülle, Güllefass, würde ich sagen, um auch mal Gülle auszubringen. Weil hier auf dem Schlag können wir ja, denke ich mal, wohl auch uns auch Gülle ausbringen und so. Oder mal auch auf was kleineren können wir dann natürlich auch ein bisschen machen. Ich denke mal, das ist ganz cool. So, letzte Anhänger Mais da rein. Dann kann das eigentlich schon wieder einen Shot. Dann bringen wir das alles erstmal weg. Dann stellen wir das alles erstmal unter. Und dann sortiere ich dann, weil jetzt noch irgendwas starten lohnt nicht, wenn ich gleich eh kurz spulen will. Das heißt, das schmeißen wir jetzt erstmal alles da rein. Stellen wir das weg. Den Häcksler stellen wir auch wieder unter. Dann angeln wir uns mit den JCB und holen mal alles vom Feld. Was noch an Weizen da ist, dann schmeißen wir da auch noch direkt da rein. Dann ist halt alles direkt mit alles weg und so. Weil im Lager dürfte ich ja eigentlich keinen Stroh mehr haben, oder? Oder zumindest nicht viel. Schon dran vorbei wahrscheinlich. Genau, im Lager liegt ja zum Beispiel kein Stroh mehr. Deswegen habe ich jetzt auch Stroh gemacht. Genau. Eben den Häcksler stellen. Stellen wir das mal einfach nur da rein. Boah, der hat aber gut Sprit gebraucht, Alter. Alter, Vatata. Der hat auch gut Sprit gebraucht, aber das kann man ja auch mal lassen. Wir brauchen jetzt auch nichts reparieren, da ist ja nichts dran kaputt gegangen, wirklich. Hätte jetzt auch gerade mal nicht mal eine Stunde gearbeitet. Hier steht die Meistermaschine. Wo haben wir eigentlich den Gruber hingestellt? Den hätte man eigentlich auch noch einstellen können.
Der ist auch gut wie durch. Das ist gut. Stroh bleibt jetzt auch bis morgen liegen. Dann muss halt dann jetzt auch nachher nochmal trocknen. Dann kann ich es auch nicht ändern. Das kann ich auch nicht ändern. Oder mach nochmal, gib nochmal das, was da ist. Wollt ihr nicht warten auf besseres Wetter? Millimeters Arbeit. Wie viel ist jetzt hier eigentlich rumgekommen? Liter. Ich muss niesen. Ah. Dann bringen wir jetzt noch Weizen weg, dann warten wir, bis der Johnny fertig ist. Dann müsste ja auch ein paar Minuten gegessen sein. Hat er auch gute Breite. Und dann geht es, denke ich mal, morgen richtig schön weiter, ohne Regen. Hoffe ich mal. Passt das? Ja, okay, top. Passt. Natürlich, wir haben hier auch noch Wiese. Wir haben eigentlich noch so viel Wiese hier. Aber spätestens, wenn wir irgendwann expandieren müssen, dann muss das Feld auch dran glauben. Da kommt einfach Weizen da, kommt Gras drauf und dann wird das hier mit zu Wiese gemacht und wird halt da nicht mehr geerntet, würde ich sagen. Oder so werden wir es machen, würde ich mal so sagen. Der versaut uns die ganze Ernte. Dann mach nochmal leer, dann kann ich hier zudecken und dann ist gut. Und dann geht dann jetzt dann mal weiter. Gucken wir uns dann mal beim Johnny vorbei. Ist eigentlich ein 230er, den könnte man auch nochmal updaten auf einen 250er. Also 250 PS, der hat jetzt 230 PS. Aber aktuell braucht er, glaube ich, nicht mehr. Na, gucken wir mal jetzt kurz eben beim Johnny. Ah, der zieht jetzt, glaube ich, die letzte Bahn, oder? Ja, eine Minute braucht er noch. Ja, wahrscheinlich soll die letzte Bahn sein. Perfekt. Ich kann mal kurz was gucken. Ich habe ein Update gefahren. Mit neuen Global Company Produktionen. Sind die da jetzt mit bei oder sind die da jetzt nicht mit bei? Die Frage. Wahrscheinlich sind die jetzt noch nicht dabei, wenn das so aussieht. Ne, sie sind noch nicht dabei. Die Produktionen fehlen noch. Ich habe nämlich abgedatet. Wahrscheinlich fehlen mir dann jetzt noch die ein oder anderen Produktionen. Gehe ich mal davon aus. Ist es gespeichert, ja. So, stellen wir das auch mal trocken hin, dann machen wir schon mal den Wagen da, den Sammelwagen davor, mein Gott. Ich bin auf Dauer immer noch für neue Hallen. Oder eine neue Halle. Eher gesagt. Wollte ich den nicht abkoppeln? Wollte ich, danke.
Auf jeden Fall hier noch für neue Hallen. Ich habe überlegt, ob ich die Halle nicht mal komplett wegreiße und den Zartem im Dingsbums, im Dingensbumsen, wie das auch immer heißt. Und vielleicht das Häuschen da vorne auch noch. Und da dann halt einfach eine Halle hinstellen und gestrichen zum, ja, zum allgemeinen Verarbeiten, würde ich mal so sagen. Also zum, also das ganze Hüdel da weg. Das hier. Das kann ich nämlich hier vorne, dann würde ich dann nämlich hier vorne noch, kann ich hier drauf? Jo, kann ich. Würde ich nämlich hier hoch? Ne, ich glaube es nicht. Ne, komm ich nicht. Also ich würde ganz gerne die Halle hier wegsetzen. Und da dann für eine funktionale Halle hinsetzen, also wirklich mit Unterstellmöglichkeiten, auch wirklich auch in der Länge. Weil sonst, ich finde gut, nur wenn die Halle wirklich funktional wäre, wäre das hier, finde ich, viel geiler, dann könnten die Türme da weg. Türme weg, Halle weg. Die Halle, wenn ich dann direkt da bin, würde ich auch wegmachen, weil die gefällt mir überhaupt nicht. Die sieht ätzend aus. Also die Halle weg. Hierfür dann würde ich den Platz dann direkt mal anders mit anderen Boden hinmachen, weil das sieht, hier habe ich schon mal testweise weggenommen, das sieht nicht ganz so geil aus. Müsste dann hier neuer Boden hin, den könnte ich ja dann auch direkt setzen. Die Halle weg, dafür dann gegebenenfalls eine neue Halle dahinsetzen. Eine schönere, würde ich sagen. Den Zaun hier weg. Die Lampen würde ich so, die Lampen lasse ich stehen, aber den Zaun würde ich noch wegnehmen. Und hier vorne dann vielleicht ein bisschen schön machen, das ganze Gestrüppel weg und so. Weil das sind, glaube ich, wenn ich jetzt mal unter die Karte gucke, müsste dann einfach nur die Enden von ein paar Bäumen sein. Die könnte ich, denke ich, mal so wegnehmen. Zaun weg, Halle weg, Halle weg, neue Halle hinten. Erstmal Platz freilassen und gucken, da muss auch eine neue Halle hin. Gehe ich mal davon aus. Das wird aber nicht diese Runde passieren, das werde ich offscreen machen. Da werde ich umbauen, da werde ich im Test-Safe-Game werde ich alles vorbereiten. Weil das immer in diesem aktuellen Spielstand dran rumzuwuppen, muss ich gucken, ob das Fehler wirft. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen testen, weil die Hallen dürften eigentlich keine Funktion haben. Die könnten eigentlich so weg, wenn ich irgendwas mit Funktion wegnehme, ist das immer ein bisschen schwierig. Ich bedanke mich aber heute erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder, hoffentlich ohne Regen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, danke, tschüss.